Sie sind hier, 7. September 2018, 17.11 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Julian Alaphilippe ist dem Gesamtsieg sehr nah. Urheberrecht Getty Images. Julian Alaphilippe erreicht bei der 6. Etappe der Tour of Britain Platz 2 und steht kurz vor dem Gesamtsieg. Jascha Sütterlin ist Gesamtsechster. Der französische Radprofi Julian Alaphilippe steht kurz vor dem Gesamtsieg der Tour of Britain. Der 26-Jährige vom Team Quickstep kam bei der Bergankunft der 6. Etappe am Wynnatter Pass nach 168,3 Kilometern von Barrow-in-Furness in der Zeit von 4 Uhr 1 Stunden und 2 Sekunden Rückstand auf den Niederländer Wout Sky als Zweiter an, überholte aber den bisherigen gesamtführenden Primus Roglic, Lotonel Jumbo aus Slowenien, 17 Sekunden vor Pöls Alaphilippe, Gewinner des Bergtrikots der Tour de France 2018. Liegt nach der letzten Bergetappe nun 17 Sekunden vor Tagessieger Pölz. Der deutsche Zeitfahrspezialist Jascha Sütterlin vom Team Movistar rollte mit 21 Sekunden Rückstand in der ersten Verfolgergruppe als guter Zehnter über die Ziellinie. In der Gesamtwertung liegt der Freiburger auf Platz 6. Die 7. und vorletzte Etappe führt das Fahrerfeld über flaches Terrain über 215,6 Kilometer von West Bridgeford nach Mansfield. Das Finale findet am Sonntag in London statt. Vom Sportinformationsdienst.